Ich möchte einen Aufruf auch an die sogenannte AfD richten, ein heißes Thema. Es gibt in Deutschland einen ganz berechtigten Widerstand gegen gewisse linksgerichtete Tendenzen in unserer Gesellschaft, die viel vernachlässigt wurden. Und das ist dann der Aufschwung der sogenannten rechten Tendenzen. Das ist immer, es ist immer so, das Pendel geht immer so im Kosmos. Ja? Es gibt immer eine solche polare Bewegung. Heute allerdings weiß doch niemand mehr so recht, was links und rechts ist. Weil oft sind die Grenzen so verwischt, dass manche Linke genau das sich wünschen, was Rechte eigentlich fordern. Also keiner weiß mehr, was rechts und links ist. Jeder redet aber von rechts und links. Und es ist an der Zeit, dass wir diese Polarisierung aufheben. Und nur speziell für die AfD der Hinweis, es gibt eben im Rahmen der AfD oder in Deutschland generell Tendenzen, den Nationalismus zu stärken und wieder in den Vordergrund zu heben. Das sollten wir uns bewusst machen, dass Nationalismus keine Lösung ist für irgendwelche Probleme. Ich spreche nicht von normalem Patriotismus, Volksliebe, das ist was anderes wie Nationalismus. Wir leben in einer globalisierten Welt und da ist immer weniger Platz für Nationalismus, was nicht heißt, dass es nicht souveräne Rechte für Staaten gibt. Das ist nicht Nationalismus. Nur in Zeiten der Globalisierung muss alles anders gestaltet werden. Und im Rahmen dieser Thematik des Nationalismus auch in Deutschland gibt es jetzt eine Tendenz, das Thema des Deutschseins zu klären, dass man mit Recht sagt, wir wollen für uns wieder herausfinden, was heißt es eigentlich, souverän Deutschland zu sein oder deutsch zu sein, was heißt das eigentlich? Und ich kann auch aufrufen, da hier das ernsthaft zu prüfen. Dieses Jahr 2020 wäre geneigt und es scheint auch dringend notwendig sein, ich nenne es mal die deutsche Frage zu klären. Keiner spricht von der deutschen Frage, aber das ist eine. Wer ist Deutscher? Was ist Deutschland eigentlich? Das brennt uns auf den Nägeln und da will ich darauf hinweisen, es gibt viele Vorträge, dass eben Deutschsein nie ein politischer Begriff gewesen ist früher. Denn das ist das Unheil, das 1871 begann und sich dann 1933 katastrophal ausgewirkt hat. Was nämlich damals gewirkt hat im nationalsozialistischen Reich, war ein undeutscher Geist, ein antideutscher Geist, der nicht undeutscher sein konnte. Und deshalb gibt es in diesem Land hier eine berechtigte Gegenwehr gegen diesen undeutschen Geist, gegen antideutschen Geist. Die ist berechtigt. Und die wird immer kommen, wenn der deutsche Geist falsch dargestellt werden wird. Und es meinen heute so viele, sie würden den deutschen Geist stärken, indem sie den deutsch-politischen Geist ansprechen, aber den gibt es nicht. Und das ist ein Irrtum und das wird wieder Unheil bringen. Deshalb geht mein Aufruf auch an die Politiker der AfD, sich einmal ernsthaft mit dem deutschen Geist und der deutschen Kultur und der deutschen Nation zu befassen und dem deutschen Idealismus, um Klarheit zu bekommen und die deutsche Frage zu klären und daraus heraus politische Klarheit zu gewinnen, was für dieses Land zu tun ist. Das wäre die Chance, auch im Rahmen dieser Parteien einmal sich zu fragen, was ist hier wirklich deutscher Geist und was ist deshalb in diesem Sinne hier zu tun. Ansonsten wird nur das Unheil wieder neu kommen.